So, da sind wir zurück bei Terror Town. Und ja, wir müssen 10 Achterbahnen bauen mit einer Regungsrate von mindestens 6,0. Wir haben schon geschafft 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Müssen also noch 2 bauen. Jetzt gab es eine Unterbau-Achterbahn. Das ist die hier. Gäbe es sogar einen Vorbau mit 6,2. Aber sieht es vom Geld nicht ganz so toll aus. Können wir Geld leihen? Obwohl, ich muss ja die die Folge ein bisschen strecken, sonst wird das eine sehr, sehr, sehr kurze Aufnahme. ABS-Zirkus ist nichts los. Dann machen wir es halt kostenlos. Den Eintritt in den Altschauerberg-Zirkus. Nehmen wir uns dann die Zeit und gucken uns mal an, die Warteschlangen, dass da überall Leute anstehen. Sturz vom Sendemast, nur eine Person, wird gleich mal der Preis gesenkt. Lost Place ist schon kostenlos. Na gut, okay, vielleicht liegt das auch daran, dass es hier so weit ab vom Schuss ist, dass da keiner hinkommt. Der Lost Place hier hinten. Nee, Quatsch, hier war er. Na kurz haben da schon die Achterbahn hingebaut, aber trotzdem richtig viele Leute kommen hier nicht rein. Kurzer Blick auf die Ertragssituation. Stadt, Land, Fluss macht 10.000 Gewinn. Boah. So muss es doch sein. Oh, so beschweren sich über verschmutzte Fußwege im Park. Hier vorne. Ja, das ist ja wirklich eklig. Ist da keiner, der sich hier drum kümmert? Nö. Und dann hast du jetzt die Aufgabe, das hier sauber zu halten. Hier ist so eine Kante, das ist ja auch... Oh, jetzt habe ich das Haus abgerissen. Oh nein! Das wollte ich doch gar nicht. Ich wollte doch bloß doch diesen Weg ab... Oh nee, jetzt müssen wir schnell ein neues Haus bauen. Dass die hier nicht obdachlos werden. So. Das ist auch ein Mülleimer voll, sehe ich gerade hier. Na, der ist schon unterwegs, das ist ja sauber zu machen, sehr gut. Na, Szenario bitte wieder einmal einstellen. Wie mache ich das so? Motocross-Effekt. Das ist diese Bahn hier. Ja, wie gesagt, zwei Achterbahnen brauchen wir noch. Da bauen wir doch gleich mal nochmal. Bauen wir nochmal selber zwei. Ich will nicht immer jetzt bloß hier eigene hinbauen, obwohl das natürlich möglich wäre. Ja, soweit, aber man muss es ja jetzt auch nicht übertreiben. Jetzt, wenn man nur fertig gebaute Achterbahnen baut, das kann ja am Ende auch jeder. Und das ist dann auch nicht so ganz Sinn von diesem Szenario-Ziel, meiner Meinung nach, dass man das so macht. Daher bauen wir jetzt einfach nochmal die letzten zwei nochmal selber, würde ich sagen. Jetzt mal schön abwärts. Was haben wir hier? Lohalber Kurkenzieher, wenn man das hier reinmacht. Ich glaube, das wird nichts mit der Höhe. Ein Inline-Twist. Mit einem halben Looping abwärts. Ah, das passt wieder nicht. Schade. Das passt auch wieder nicht. Hä?
Ach so, wo muss das sein? Ah. Nee, halt noch einen bitte. So, komme ich jetzt hier rum? Ich muss doch hier drunter durchkommen. Was ist denn das für ein... für eine Trollung hier? Zack, zack, zack. Jetzt so. Ja, ich will jetzt mal solche Steinkurven nicht reinmachen, weil ich glaube... da wollen... das wollen die wieder nicht. So ein Inline-Twist. So, Action-Foto gab's doch noch hier, genau. Zack. Ob man hier mit dem Looping durchkommt. Kann ich mir jetzt eigentlich nicht vorstellen. Aber müssen wir mal gucken, ob das reicht. Oder ob das dann sonst zu extrem wird, weiß ich auch immer nicht. Achso, es muss ja noch eins höher. So. Scharfe Kuh, ach, ne? Immer ganz hoch, ganz runter. Hängende Einschienen, Achterbahn, oh, okay. So, ja, dann hier noch, zack, so. Hier kommt jetzt noch ein Indoor-Teil, kommt auch nochmal ein Inline-Twist rein. Ach so, Land muss zuerst. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir jetzt hier auf die Zielgerade kommen. Ich glaube, das ist nicht richtig hier an der Stelle, oder? Ne, immer noch eins zu niedrig. So hier, überhaupt, das jetzt 6,0 ist. Beziehungsweise, ob der überhaupt die Runde schafft, das muss jetzt die Testfahrt einfach mal zeigen. Bin ich jetzt mal ganz gespannt. Vor allem, ob der jetzt durch den Looping kommt. Das ist ja gerade die interessante Sache. Mit 50 durch den Inline-Twist, das ist meiner Meinung nach in Ordnung, so von der Geschwindigkeit her, oder? Jetzt kommen wir mit 60 auf den Looping zu und reicht das? Eieieiei, komm, 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 komm. Los, go for it. Eieiei. Die spannende Frage ist, dann mit Fahrgästen, reicht das dann oder nicht?
Aber ich hatte ja, glaube ich, noch einmal absenken, aber ob das dann unbedingt besser ist? Ja, das ist... Hätte schon mal die Wertung. Das Problem ist bloß der Looping. Gut, ich habe hier hinten noch ein bisschen Puffer. Gibt's irgendwie Beschleuniger? Nee, ne? Guck mal, hier noch so einen kleinen Huckel nach oben wieder rein. So, jetzt müsste er eigentlich ein bisschen schneller durch den Looping kommen, weil er ja jetzt noch die eine Senke mehr hat. Ob das was bringt... Ah, jetzt hauen sie die ganzen Achterbahnen raus hier. Einschienen-Achterbahnen. Das ist die hier. Oh Gott. So, jetzt schauen wir mal. Jetzt muss ich hier den Lifthügel noch ein bisschen höher machen. So, es geht abwärts. Durch den Twist. Zack. Zack. Ach, jetzt kommen sie schon deutlicher durch. Was das so ein bisschen, was das ausmacht, einfach diese kleine Absenke da noch zusätzlich rein. Stadt, Land, Fluss hatten sie jetzt Abschaltung. Achso, die Frage ist natürlich, mit welcher Geschwindigkeit kommen die dann in die Station rein? Oder ist mit 60 der Inline-Twist? Eieiei. Mit 50 in die Station, das ist natürlich... Jetzt mal 7,0, das reicht doch aber eigentlich. Wir nehmen einfach mal einen Zug raus, dass wir nur zwei Züge haben. Man könnte natürlich auch wieder die Station hochsetzen. Können wir die dann ausrollen nach oben, aber das finde ich auch immer blöd. Ja, kommt jetzt hier ein Konflikt mit der Achterbahn? Nee, ne, das passt. Zack.